Herzlich willkommen und Servus miteinander. Willkommen bei der Modbox. Ich bin der Steffen und darf euch heute vorstellen den JCB WorkMax 800D. Das ist ein kleines Fahrzeug oder Geländewagen, mit dem könnt ihr ein paar kleinere Sachen transportieren zu eurer Farm. Ihr könnt Holz, Getreide, Mist oder sogar eine Palette auf die Ladefläche bringen und transportieren, weil da sind auch zwei Spanngurte mit verbaut. Genau, schauen wir uns das gute Stück mal im Shop an. Den findet ihr unter Fahrzeuge, Autos und hier ist er. Hier seht ihr gleich die verschiedenen Fill-Types, die hinterlegt sind. Also da geht auf die Ladefläche geht einiges. Zur Konfiguration. Ihr habt den WorkMax 800D mit 16 PS Leistung, 35 Liter, 50 km/h, 1000 Liter Fassungsvermögen oder Füllvolumen. Da habt ihr Design 1 und Design 2. Da habt ihr bei Design 2 habt ihr hier von diesen schönen Bügel mit dran. Das Fahrzeug kostet 15.845 Euro oder 808 Euro im Leasing. So, da haben wir ihn, den kleinen. Ja, ist wirklich knuffig, würde ich sagen. Die Reifen sind mal eine Erneuerung im LS19, denke ich. Ich wüsste jetzt nicht, worauf die sonst sein sollen. Also ist nicht aus dem Spiel geladen, soweit mir bekannt. Aber sehen echt cool aus. Texturen sind hier und da minimal pixelig, aber kann man drüber wegsehen. Die Haube auch schön glänzend in schönen JCB-Gelb. Das passt. Steigen wir mal ein. Wir haben Lenkrad, wir haben eine Mittelarmatur, zwei Spiegel, wobei der rechte irgendwie auf den Boden zeigt und der linke hier an diesen Haltebügel. Decke und so sieht gut aus. Sitze hier glitscht man ein bisschen durch den Sitz, durch die Kopfstütze durch, aber macht ja nichts. Wir gucken ja eh meistens nach vorn. Motorsound, ja, hört sich, glaube ich, passend an. Kann man jetzt nichts Negatives sagen. So, machen wir mal eine Ausfahrt mit dem Kleinen. Einmal hier, einmal rechts. In der Mittelkonsole seht ihr einmal die Umdrehungen und einmal die Höchstgeschwindigkeit, wobei das Fahrzeug nicht über 44 km/h hinausgeht, wobei 50 im Shop angegeben sind. Aber ich glaube, 44 km/h sind für dieses Fahrzeug echt vollkommen ausreichend. Wir wollen sie auch nicht übertreiben und keine Rennen fahren. Das passt. So, schauen wir uns nochmal die Funktionen der Beleuchtung an. So, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Blinker, jawohl, das passt. Reflektieren auch. Hupe hört sich an wie beim Großen. Ich mach nochmal die Musik aus. Da gibt es andere Fahrzeuge, die haben so eine kleine zierliche Hupe, aber der hat da ordentlich Dunst. Dann haben wir noch einmal Licht und Fernlicht, wobei ihr seht, dass das Fernlicht sich nicht erweitert. Aber das schauen wir uns jetzt gleich nochmal schnell in der Nacht an. Erste Stufe. Zweite Stufe könnt ihr auch mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren, deaktivieren, wobei dieses Fernlicht auf Numpad 6 keine Funktion hat. Die Blinker reflektieren, gut, alles tutti, bis aufs Licht, bis aufs Fernlicht, sagen wir mal, ne? Arbeitslicht hinten oder sowas gibt es in der Hinsicht nicht. Hier könnt ihr, ich zeige euch mal, das hat. Ihr könnt mit Maustaste rechts gedrückt halten und die Maus nach links und rechts schieben, könnt ihr hinten die Ladefläche, also sprich die Bordwand hinten öffnen und schließen, hat sogar einen Sound dabei, relativ schnicke. So, dann schauen wir mal, was der Kleine auch laden kann, ob das auch mit den 1000 Litern hinkommt. So Spielereien wie Simple IC oder irgendwas, das habe ich jetzt hier nicht gefunden, ist jetzt nicht mit verbaut. Befüllung starten, einmal Kalk bitte. Ja, 1000 Liter waren auf jeden Fall drin. Die Fillplane. Ja, ist in Ordnung. Nicht die schönste, aber ist in Ordnung. 1000 Liter. Einmal auskippen, bitte. Ja, Abfüllanimation gibt bis zum Boden. Das passt. Da wollen wir jetzt nicht meckern. Geschwindigkeit ist auch angepasst auf der Größe des Fahrzeugs, glaube ich. Was ist jetzt mit den letzten paar Litern? Die wollen nicht raus. Jetzt aber. Und dann fährt es auch wieder zurück. Das passt. Und da geht die Klappe wieder zu. Super. So, bevor ich es vergesse, das Fahrzeug gibt es für PlayStation, Mac, Xbox One und natürlich auf dem PC.
Also ist ganz normal im offiziellen Mod-Hub verfügbar. Schauen wir uns noch kurz die Lok an. Ohne hat natürlich die Lok. Sieht sauber aus. Da kann man jetzt auf jeden Fall nicht meckern. Keine Fehler gefunden. Auf dem Dedicated Server habe ich ihn jetzt aktuell nicht getestet. Aber ich gehe mal davon aus, dass das passt. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Grüße aus Franken, euer Steffen von Modbox.